Erweitern wir die Runde, würde ich sagen. Jawohl, genau. Wir haben nämlich noch einen Themenpunkt, den wir unbedingt besprechen müssen. Und da ist, glaube ich, eine Erweiterung hier absolut sinnvoll. Versicherungsseite, den Carsten Kock, Bereichsleiter HDI Maklervertrieb Leben. Freue mich sehr, Carsten, dass du zu uns stößt. Hallo. Wir möchten die Diskussion gerne auch erweitern, jetzt, die wir jetzt auch hier schon gestartet haben. Perspektiven für Beraterinnen und Berater in Bezug auf Altersvorsorge und ich habe natürlich, wir haben einen Themenpunkt, haben wir bisher außen vor gelassen, Lina, das ist ja das Thema, wir haben jetzt die Förderung besprochen, die angedacht ist beim Altersvorsorgedepot, also ähnlich wie bei RISA oder RISA Systematik. Wir haben, du hast angesprochen, dass die Garantie hier auf null fallen sollte, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was mit dem Geld macht, was rauskommt. Also wenn der Ruhestand beginnt, da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen und Lager. Die einen sagen, ja gut, wenn der Staat es fördert, dann sollte natürlich auch nachher, soll das Geld auch für die Altersversorgung zur Verfügung stehen, im Rahmen einer Leibrente. Andere sagen, nee, es ist zu unflexibel und man weiß nicht, wie alt man wird und deshalb soll es eher als Kapital ausgezahlt werden. Wie ist derzeit der Stand diesbezüglich? Du sagst eben, es gibt zwei verschiedene Lager und ich glaube, du hast recht. Dennoch mein Appell, das nicht als Lager zu sehen, weil egal ob Fondswirtschaft oder Versicherungswirtschaft, beide Seiten haben sehr stark dafür gekämpft, dass die private Altersvorsorge auch in privater Hand bleibt, dass der Markt für private Altersvorsorge als Markt auch weiterhin, und ich betone es, auch marktwirtschaftlich organisiert wird, sprich nicht, dass der Staat als Player in den Markt eindringt. Und das ist eine große Gemeinsamkeit, die auch weiterhin bleibt und deshalb also eine Reform, die eben auf privates Angebot abstellt, ist sowohl für Versicherer als auch für Fondsanbieter eine gute Reform. Und jetzt tatsächlich aber hat man eine unterschiedliche Vorstellung. Also das finde ich auch überhaupt nicht ungewöhnlich und sehr nachvollziehbar. Und wir als Fondsverband sind froh, dass sich auch die Vorstellung von einer flexibleren Auszahlphase in der Fokusgruppe durchgesetzt hat und dann mehrheitlich auch unterstützt wurde. Das bedeutet, dass im Vergleich zum heutigen RISTA, wo 30% auch als des angesparten Kapitals als Einmalzahlung rausgenommen werden können, bereits zu Beginn, also das soll ja weiterhin bleiben. Es gab ja hier eine Überlegung, dass das nochmal, also dass das erhöht wird, dass man mehr entnehmen kann, aber meines Wissens ist das jetzt verworfen worden. Also davon habe ich jetzt nichts weiter gehört seit der Fokusgruppe. Was aber auf jeden Fall bleibt, ist, dass die Pflicht zu einer Leibrente aufgehoben wird. Das heißt jetzt nicht, dass man alles rausholen kann. Deshalb habe ich ja diese Regelung auch mit den 30% Eben den Auszahlplan oder so. Oder? Sondern das ist ein Auszahlplan und hier ist auch noch nicht festgelegt worden. Und ich bin sehr gespannt, wie das im Entwurf geregelt sein wird, ob es dann Vorgaben für die Laufzeit dieses Entsparplans geben wird. Aber Auszahlplan, wissen wir ja alle, ist ja trotzdem noch keine Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Da muss ich mich an Carsten wenden, als Vertreter hier sozusagen der Versicherungswirtschaft hier bei HDI ja aktiv im Vertrieb hier verantwortlich. Wie siehst du das? Wie sehen das die Versicherer, sprich auch der GDV? Wie siehst du das? Also ich freue mich erstmal jetzt an der Diskussion teilnehmen zu können und ich würde gerne einen Begriff aufgreifen, mit dem ich in der Natur der Sache liegend echte Schwierigkeiten habe als Kollege im Talangs-Konzern. Wir haben nicht zwei Lager. Ich glaube, das ist auch das, was wir in Deutschland häufig falsch machen. Wir diskutieren dann sehr konkret an einer Sache und verbeißen uns dann so ein bisschen. Ich glaube, dass Altersvorsorge, das ist ja auch das Thema heute, 360 Grad, sehr vielseitig sein muss, sehr flexibel sein muss. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist nur, wo und in welchen Teil. Und was wir unstrittig haben, ist, viele nennen es Langlebigkeitsrisiko. Ich finde das ja mehr eine Chance, Langlebigkeitschance, die muss aber finanziert werden. Und damit ist für mich ganz persönlich, und das ist auch nach meinem Verständnis die Sicht des GDVs, dass die Riester-Rente oder die geförderte private Altersvorsorge wurde eingeführt, um das Absenken des Rentenniveaus in der gesetzlichen Rente abzumildern. Schafft es ja auch noch nicht mal, das wirklich zu kompensieren, sondern es abzumildern.
Und ich glaube, dass wir lebenslange Renten brauchen. Natürlich nicht nur, aber dass wir gerade in der Riester-Rente, in der privat geförderten Altersvorsorge, das Gut der lebenslangen Rente nicht aufgeben sollten. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, das ist auch unbestritten, dass man nach wie vor ja auch die Leibrente wählen könnte. Ist ja nicht verpflichtend, dass man Ausstattung hat oder Kapital, sondern so habe ich es verstanden, dass die Möglichkeit einer Leibrente nach wie vor bleibt. Ja, das auf jeden Fall. Das wäre ja auch komisch, wenn man das jetzt verbieten würde, dass ein Mensch, der sagt, ich will mein Langlebigkeitsrisiko absichern durch eine Leibrente, dann sagt, nee, das darfst du nicht. Also das wäre ganz komisch, habe ich bisher auch nicht gehört. Nein, es geht vielmehr darum, die Auszahlphase getrennt von der Einzahlphase erstmal zu denken. Das ist ja auch ein Unterschied zu Riester. Ja. Und dann, dass die Anleger zu Beginn der Auszahlphase beziehungsweise wahrscheinlich zum Ende der Einzahlphase dann auch in Anbetracht dessen, was sie sonst so für Produkte haben, was ihre individuelle Situation ist, dann zu entscheiden, ist die Leibrente das Richtige für mich oder ist ein Auszahlplan das Richtige für mich, ist ein Auszahlplan von 20 Jahren die Lösung, von 30 Jahren die Lösung und so weiter. Und da gibt es viele verschiedene Faktoren, die hier diese Entscheidung mit beeinflussen können. Und es geht erstmal, diese Wahlmöglichkeit zu schaffen. Okay. Da glaube ich aber, dass das für die privat geförderte Altersvorsorge keine wirklich gute Idee ist. Ich glaube, dass wir bei der privat und dann dadurch staatlich geförderten Altersvorsorge auch die lebenslange Rente tatsächlich brauchen, weil es das abmindern soll. Und ich denke, das sein sollte, auf das man bei dieser Form der Altersvorsorge setzt. Wir haben genügend andere Formen der Altersvorsorge. Du hast schon einige genannt. Es sind ja ein paar Dinge mehr, wo ich genau diese andere Flexibilität und die weitere Flexibilität mir auch aufbauen kann und die dann letzten Endes in der Rentenphase auch nutzen kann. Und das Zweite, was ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass wir auch an den Garantien festhalten. Also, dass das gelockert werden muss, dass es keine 100% Garantie geben kann. Aber es zeigen ja auch aktuelle Umfragen oder auch Umfragen aus den letzten Jahren, dass gut 62% der Befragten sagen, wir wollen in der Altersvorsorge und in der geförderten Altersvorsorge gar nicht darauf verzichten, dass wir Beitragsgarantien haben. Okay. Wobei man sagen muss, das ist jetzt, also man kann es ja anbieten. Also ich sage mal so, warum soll man das eine tun und das andere nicht lassen? Also man kann ja, wie du sagst, Garantien mit 0% erlauben und der Kunde kann sich aussuchen, wenn 62% die Garantien haben wollen, dann sollen halt die Garantien nehmen. Ich glaube, also nach meinem Empfinden wäre das jetzt, es wäre schade, wenn man hier an der Stelle wieder Vorgabe macht. Man muss die Garantie, man sollte auch, ich habe einige bekannte jüngere Menschen, die sagen, ich will ohne Garantie anlegen, denen sollte man auch die Möglichkeit geben, das ohne Garantie. Und meines Wissens ist das ja auch, Lina, das hast du schon gesagt, ist ja auch ohne Garantie, ist ja hier auch vorgesehen. Genau, also insbesondere für das Altersvorsorgedepot, was einzuführen ist. Ach so, das wäre dann so, muss ich kurz einhaken, damit ich es verstehe. Das wäre also von der Idee her, war es so, im Altersvorsorgedepot wäre ohne Garantie, ja. Meine Versicherungslösungen hätte man dann die zum Beispiel mindestens 80% Garantie oder so. Tatsächlich, also gerade bei der klassischen Rentenversicherung ist das in der Fokusgruppe so festgehalten worden. Wie gesagt, auch hier müssen wir abwarten, was im Referentenentwurf stehen wird. Aber die Idee ist es, und das hast du jetzt gerade richtig zusammengefasst, eben klassische Rentenversicherung 180% und dann Altersvorsorgedepot, eben 0%. Da muss ich sagen, wenn es so kommt, dann verstehe ich die Welt aus meiner fachlichen Sicht nicht mehr. Weil dann, also dann weiß ich nicht mehr, also ich weiß ja, wie es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier geht, aber das wäre völlig verrückt. Dann hätte man bei den Versicherungsprodukten hätte man eine Einschränkung, wenn einer 0% oder 50% haben wollte, nehmen wir mal 0%, es gibt ja doch Jüngere, die es haben wollen, bei Versicherungslösungen hätte er es nicht, bloß weil der Bedingung ist, es muss mindestens 80% sein, beim Altersversorgungsdepot hätte er es, da stelle ich mir die Frage, warum trifft man so eine Entscheidung seitens der Politik? Bei der klassischen Rentenversicherung, also bei der fondsgebundenen, also da. Auch bei der vorgebundenen wäre es eben genauso. Also wie gesagt, wenn es so kommen würde, wäre das verrückt. Also dann muss ich sagen. Es wird nicht unbedingt einfacher, tatsächlich. Nee, also es dann wird nicht einfacher. Ich höre die Aufregung, du willst ja auch was sagen, deshalb vielleicht du zuerst und dann ergänze ich gegebenenfalls. Ich finde auch, man sollte die Wahlfreiheit auch geben. Ja. Und Garantien sind auch gut und auch nützlich. Aber wer sie nicht zwingend braucht, der
sollte auch darauf verzichten können, weil das wissen wir auch, garantieren gibt es nicht umsonst, die Kosten eben auch. Ich bin aber voll beim Carsten, lass die Leute machen, was ist das Beste, das ist individuell auch zugeschnitten am besten. Ja. Und dass man das nicht gegeneinander ausgrenzt, sondern eben auch guckt, mehrere Optionen auch möglich zu machen und dann über das Altersvorsorgedepot diese Förderungsfähigkeit eben auch zusätzlich mit anzubieten. Das finde ich extrem wichtig und sollte auch unterstützt werden. Und da sollte man auch alle am Strang sitzen, wenn man sagt, wir haben alle Interesse, dass die private Altersvorsorge hingeht. Ist die Frage noch gestellt, weil was gesagt worden ist, Zuschuss im Bundeshaushalt, 100 Milliarden Euro ist mit Bestandteil Haushalts Einzeletat für das Arbeitsministerium Arbeit und Soziales. Da sind dann eben auch die 100 Milliarden mit dabei. Das ist der größte Einzelposten im Bundeshaushalt. Von 450 Milliarden in diesem Jahr, 100 Milliarden, das kann man so ausrechnen. Also das ist circa ein Viertel. Das hat mich gerade so ein bisschen vereinnahmt an der einen Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass wir nochmal dahin zurück müssen, wie baut sich die Altersvorsorge generell auf? Und da haben wir viele Instrumente. Wir haben auch mehrere Säulen, wir haben mehrere Schichten, die wir da bedienen können. Die BAV auch. Ja, und ich glaube, dass tatsächlich die Frage, wenn ich die Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus abmildern will und das wiederum staatlich fördere, ja, um dann auch in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge zu kommen und eben nicht um ein umlagenfinanziertes System. Und wir sehen ja die Zuschüsse, die da rein müssen. Dann ist, glaube ich, ist wichtig und das ist zumindest auch meine persönliche Sicht zu sagen, Instrumente zu schaffen, in der ich förder lebenslange Renten. So, und für das Thema freie Kapitalverfügung, wie auch immer, Auszahlpläne, Banksparpläne, Fondssparpläne, Entnahmepläne. Wir haben ja auch in der Schicht 3 genügend Produkte als Lebensversicherer, wo ich nachher frei drüber verfügen kann und würde auch sagen, die werden genutzt zur Altersvorsorge. Glaube ich, dass es gerade bei der geförderten Altersvorsorge wichtig ist, diese Ergänzung auch wirklich abzudecken. Und wir haben genügend Instrumente für andere. Das ist der springende Punkt. Also wir reden hier von Schicht 2 und 3, aber ich glaube, da draußen der Anleger, der versteht nur, gefördert oder nicht gefördert. Und wir haben, weil das gerade angesprochen hast, wir haben tatsächlich Lebensversicherungen, klar, die gefördert sind über die steuerliche Förderung, die auch ein Kapitalwahlrecht haben. Und da kann ich auch, obwohl es als Altersvorsorge zählt, meinetwegen eine andere Schicht, aber Förderung ist Förderung, ob ich eine Zulage auszahle oder anders, ob ich den Sonderausgabenabzug gewähre oder eine anderweitig geartete Förderung. Am Ende ist es ein gefördertes Produkt, was für die Altersvorsorge genutzt wird. Und wir haben auch eine digitale Rentenübersicht, die auch eine Lebensversicherung durchaus zur Altersvorsorge zählt. Wir haben aber keine Alternative im Fondssparplanbereich mit einer ähnlichen Förderung, sei es jetzt über ein solches Depot, was zu schaffen ist, weshalb wir es auch gut finden, oder auch in der dritten Schicht. Und ich glaube, um diese Angleichung geht es, und das sagt auch der Finanzminister, er will, dass also auf die gleiche Art und Weise wie Riester gefördert wird, auch, also ich zitiere ihn, ein ETF gefördert wird. Wir sagen immer ein Fondssparplan, weil es dann auch nicht nur ETFs gibt, auch gemanagt als gute Alternative gibt. Und ich glaube, darum geht es. Und natürlich, also ich meine, ich bin mir sicher, ich kann dir auch gut folgen. Ich habe auch das Argument so oft gehört und auch diskutiert. Ja. Ich kann verstehen, dass es die Sicht gibt, nur die Leibrente ist Altersvorsorge, weil wir auch bislang das immer so gemacht haben. Aber die größte Herausforderung, die ich sehe, ist zu gucken, okay, wir haben trotzdem eine Lücke da draußen. Es gibt trotzdem Menschen, die gar nichts haben. Und wir sehen jetzt, je mehr Menschen in die Auszahlphase in Riester kommen, je mehr Fragen poppen auf, ja okay, aber warum geht jetzt 30% meines angesparten Kapitals in die Verrentung, warum kostet es so viel, das habe ich gar nicht verstanden, und es ist vor allem ein Punkt, der Verbraucherschützer bewegt, ne? Also dass in der Auszahlphase mehr Flexibilität herrscht und vor allem ein tatsächlicher Wettbewerb vorkommt, dass wir wirklich nicht, keine Ahnung, mit Anfang 30 oder Anfang 20, was weiß ich, Anfang 40 einen Vertrag unterschreiben, wo dann später für meine Auszahlphase alles geregelt ist, sondern dass wirklich auch hier Flexibilität habe dann. Flexibilität, aber auch Wettbewerb auf Anbieterseite, dass entschieden werden kann, meinetwegen auch unter unterschiedlichen Anbieter einer Leibrente entschieden werden kann und der Wettbewerb auch die Kosten ein bisschen nach unten drückt, weil Kosten ist auch ein sehr wichtiger Faktor, viel diskutiert, jetzt erstmal im Bericht, also eben in dieser vorbereitenden Unterlage fürs Gesetz auch
so gelöst, dass es heißt, mehr Wettbewerb wird die Kosten ohnehin senken lassen. Aber diesen Wettbewerb müssen wir ja zulassen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob es dann beim Gesetzesentwurf bei dieser sehr marktkonformen Sicht bleibt oder ob es da Anpassungen geben wird. Also wenn wir auf über 360 Grad Altersvorsorge reden, würde ich das alles unterschreiben. Wenn wir über die staatlich geförderte Altersvorsorge reden. Und das ist der Punkt, an dem ich draufschaue und sage, okay, was ist die Grundidee gewesen? Was ist heute eigentlich auch noch die Notwendigkeit, um das Rentenversicherungssystem und die Altersvorsorge auch zu stabilisieren? Und da glaube ich halt zutiefst daran, dass die gesetzliche Rentenversicherung alleine zur Absicherung der lebenslangen Rente nicht ausreicht. So, und dass wir in dem Aufbau der Altersvorsorge ein größeres Niveau an lebenslanger Rente brauchen. Über 50% der jetzt 65-Jährigen werden über 85. Die meisten reden noch davon, naja, wenn das Geld bis 85 reicht, wird schon irgendwie reichen. Am Ende steht ja dann bei Altersarmut auch wieder die staatliche Förderung, weil es dann ja wieder aufgefangen wird. Der Staat muss dann wieder, das heißt, er hat was gefördert im Zweifel, was nicht das Ziel erfüllt hat von der Grundrente, was nicht gereicht hat. Und ich finde, dass wir genügend andere Instrumente in der Altersvorsorge haben. Die Altersvorsorge ist für viele Menschen ja auch größer als jetzt unsere Produkte, die wir jetzt hier vertreten. Genügend Instrumente haben, wo man das alles ausleben kann. Aber man sollte es, glaube ich, die Finger davon lassen. Eine letzte Anmerkung. Wenn wir über Förderung reden, jedwede Förderung ist eine staatliche Förderung. Also es ist jetzt nicht nur die Geförderte genauso. Ich will diese zweite Schicht, dritte Schicht Unterscheidung, die ist korrekt, aber die will ich ein bisschen auflockern, weil auch wenn es eine reine steuerliche Förderung ist, 1262 ist auch eine staatliche Förderung. Ist auch eine Art, eine Steuervermeidung deshalb, sozusagen. Deshalb ist da, wenn wir über Förderung reden und dieser 360 Grad Blickwinkel oder Blick überhaupt, also finde ich vollkommen richtig. Ich würde ihn aber gerade als Argument für die Flexibilität nehmen, aber vermutlich können wir zwei noch lange diskutieren darüber. Ich denke auch, vielleicht an Betracht der Zeit noch eine Frage. Ja, da komme ich gleich darauf zurück. Ich möchte noch Gras und Lina zu euch schnell noch was sagen, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, Lina, du sagst ja, wenn wir letztendlich auch die Flexibilität bei den Produkten erreichen, dass dann mehr Menschen was für die Altersvorsorge tun, dann haben alle gewonnen. Und wenn dann die Beraterinnen und Berater, quasi jetzt Makler, Maklerinnen hier, Carsten, wenn die dann in ihrer Beratung letztendlich es für die einen Menschen, die halt dann diese Leibrente wollen, beziehungsweise die anderen eben nicht, das hinbekommen, dass sagen, du hast jetzt viele Möglichkeiten, du hast Flexibilität, du hast super Produkte, du hast super Förderung und die Auswahl ist groß. Und dann geht es eben darum, dass man in der Beratung das letztendlich so hinbekommt, dass man alle Menschen glücklich macht mit dem Ergebnis, es machen mehr Menschen Altersvorsorge, das wollen wir alle erreichen. Weil eins ist klar, das mit der Leibrente, es wird, und so sehe ich das jetzt auch ganz klar, Lina hat es ja berichtet, der Gesetzgeber wird eine Möglichkeit anbieten, dass man die Förderung bekommt, ohne nachher die Verpflichtung, eine Leibrente zu haben. Das wird so kommen, da bin ich überzeugt davon. Und ich denke mal, wir alle müssen das Beste draus machen, im Sinne, wie du gesagt hast, wir erreichen damit mehr Menschen für die Altersvorsorge und dann hat man ein großes Ziel erreicht. Und der eine möchte es lieber so, der andere so. Ich schaue jetzt gerade mal auf die Zeit, weil der David hat mir gerade eben schon darauf hingewiesen, das Thema Basis-Riester-Rente hier, weil was verloren gehen wird. Ich möchte hier gleich nach die Pause verweisen, weil wir haben ja jetzt 10 Minuten Pause geplant, weil da werde ich nämlich als Einstieg einen kurzen Fachvortrag zum Thema Basisrente eben durchführen und auch auf das Thema Nichtvererbbarkeit, wie es immer so schön heißt, und so weiter eingehen. Deshalb diese Frage, die jetzt noch von der Teilnehmerin und Teilnehmer kam, möchte ich nach der Pause zurückstellen. So, und die Pause, die startet jetzt. Vielen Dank für die gute Diskussion. 10 Minuten. Die ganzen Ausführungen hier. Sie haben sich eine Pause auch verdient. 10 Minuten. Es geht dann weiter mit der Basisrente um 11.30 Uhr. Bis nachher. Bis gleich.